Servus, liebe Trader! Heute möchte ich euch eine weitere Trendfolgestrategie vorstellen, die über einen längeren Zeitraum beachtliche Renditen erzielen kann, aber gleichzeitig auch ein überschaubares Risiko aufweist. Dabei ist diese Strategie auf ein bestimmtes Buch zurückzuführen, nämlich auf das Buch High Returns from Low Risk. Und wir haben diese Strategie noch weiter optimiert, die damit einhergehende oder erzielbare Rendite sogar noch steigern können. Zu dieser Strategie gibt es auch ein eigenes Portfolio bzw. Musterdepot, das ihr nachhandeln könnt und wo es regelmäßige Umschichtungen gibt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch wieder ein Template auf Aktienrankings, wo ihr nach den spannendsten Einzelwerten suchen könnt und wo ihr das alles findet, wo ihr die notwendigen Informationen herbekommt. Das zeige ich am besten jetzt einfach mal ganz kurz her. Starten wir auf unserer Seite aktien-mag.de. Da gab es ja zuletzt einige bedeutende Neuerungen. Es ist ja viel vom Angebot erweitert worden. Das werde ich jetzt natürlich alles nicht aufzählen, aber wie so oft gibt es auch hier wieder schon ein gesondertes Anleitungsvideo. Und wenn es euch interessiert, was hier alles neu eingeführt wurde, unter anderem auch unser spannendes Premium-Forum, wo täglich Kommentare von unseren Redakteuren und anderen Tradern zu bedeutenden Nachrichten am Markt erfolgen, dann schaut euch am besten das Video in der Beschreibung an. Ansonsten bleiben wir jetzt bei der Strategie Conservative Trend Following, um die soll es heute gehen. Und wenn wir in den Kundenbereich gehen, dann sind wir hier quasi in unserer Kommandozentrale, von der wir aus alles bedienen können. Wenn wir dann weiter nach unten scrollen, dann finden wir hier unter anderem die Portfolios. Und wenn ihr hier auf Öffnen klickt, dann habt ihr hier schon Conservative Trend Following aufgelistet. Ihr seht hier immer sofort gleich die wichtigsten Informationen zum Musterdepot, nämlich wann die letzte Umschichtung stattgefunden hat und wann die nächste geplant ist. Also ihr seht schon, 7.10. war die letzte Aktualisierung und Anfang des kommenden Jahres soll es dann wieder Veränderungen geben. Damit wir die Strategie überhaupt verstehen, schauen wir uns am besten ganz kurz das Regelwerk an. Und hier seht ihr schon das Buch High Returns from Low Risk. Anhand dieser Strategie konnte unser Backtest auch belegen, seit einem Zeitraum von 1999 bis heute eine Performance von 15% generiert werden, was deutlich über der Performance des S&P 500 Index liegt zum Beispiel. Und der große Vorteil an dieser Strategie ist hier allerdings, dass hier besonders die Drawdown-Raten sehr niedrig ausfallen. Ihr seht hier auch aufgelistet, der maximale Drawdown-Betrug während der Finanzkrise nur 29%. Das war fast halb so viel wie beim Gesamtmarkt, denn dieser ist um 25 Prozentpunkte mehr gefallen, was natürlich dann auch langfristig gewisse oder bedeutende Vorteile mit sich bringt. Schauen wir uns am besten ganz kurz an, wie sich diese Kandidaten, die sich jetzt für diese Strategie eignen, finden lassen. Und zwar gehen wir hier folgendermaßen vor, beziehungsweise liegt uns hier das Regelwerk des Buches zugrunde. Wir nehmen die 1000 höchstkapitalisierten Aktien des US-Markts und streichen einfach mal die wenigen mit den 500 höchsten Volatilitäten weg. Somit haben wir schon mal Aktien, die in geordneten und ruhigen Bahnen stabile Aufwärtsbewegungen verzeichnen können. Und diese 500 verbleibenden Aktien werden dann nochmal in verschiedenen Ranglisten gesplittet. Und zwar geht es zum einen hier um die Gewinnrendite. Das heißt, berücksichtigt werden hier Dividenden, Aktienrückkäufe und auch der Börsenwert. Und in der Rangliste B geht es vor allem dann um eine Performance auf Sicht von 52 Wochen, also auf Jahresbasis. Das heißt, wir wollen hier natürlich auch Titel, die regelmäßig steigen und neue Hochs generieren können. Wenn wir diese zwei Ranglisten haben, führen wir sie einfach zusammen, haben dann vor allem auch bei Aktienrankings, das werdet ihr dann gleich sehen, schön aufgelistet die Scoring-Werte und die Top-Titel werden dann entsprechend angeführt. Im Buch wird aus den 100 besten Aktien ein Portfolio gebildet. Wir konzentrieren uns hier auf weitaus weniger Aktien. Das Portfolio, das in Echtzeit aktualisiert wird, zeige ich euch gleich im Anschluss. Ja, hier seht ihr auch noch die empirische Rückberechnung der Strategie seit 1929, also eine deutliche Outperformance gegenüber den Gesamtmarkt bzw. vor allem gegen Risky Stocks, die einfach auch mal in schwachen Gesamtmarktphasen, in Crashphasen sehr stark zurückkommen und mit diesen konservativen Stocks können wir hier eine deutliche Outperformance aufweisen. Wie schon gesagt, wie anfangs erwähnt, haben wir die Strategie ein wenig optimiert und zwar sind wir folgendermaßen vorgegangen. Wir haben einfach die 1000 höchst kapitalisierten Aktien wieder genommen,
haben dann anschließend hier die 500 Titel mit der niedrigsten Performance auf Jahressicht weggestrichen und dann einfach erneut zwei Ranglisten erstellt, erneut nach der Gewinnrendite, aber auch nach der Volatilität. Das heißt, wir setzen hier im Unterschied zur grundlegenden Vorgehensweise schon einmal von Beginn an auf Aktien mit einer besseren Kursperformance und beziehen uns bei den Ranglisten zwar gleichbleibend auf die Gewinnrendite, aber dann hier nicht auf die Kursperformance bei der zweiten Rangliste, sondern eben auf die Volatilität. Alle 3 Monate wird das Depot aktualisiert und hier seht ihr dann eben noch die optimierte, von uns optimierte Performance-Rückberechnung. Schauen wir uns am besten gleich mal an, wie das Depot aktuell aussieht. Und zwar haben wir hier jetzt statt 100 Titeln eben nur 10 Titel im Depot, ganz an der Spitze eine Starbucks, die sich schon sehr lange im Spitzenfeld halten kann, zu den stabilsten Aktien am Markt gehört und deshalb auch einen Platz verdient hat. Ihr seht schon hier, in Echtzeit werden uns die Indikationen angezeigt. Das heißt, ihr habt hier wirklich immer einen aktuellen Überblick, könnt dann darauf bezogen Optimierungen auch im eigenen Depot vornehmen bzw. auch jederzeit einsteigen. Starbucks mittlerweile schon 32% im Plus, aber wichtig ist natürlich auch gerade über den langen Zeitraum die Gesamtperformance und hier haben wir mit 100.000 US-Dollar gestartet, sind jetzt aktuell schon 19% im Plus und begonnen haben wir damit ziemlich genau vor einem Jahr, nämlich am 11.01.2018. Hier habt ihr dann nochmal darunter aufgelistet die Backtest-Daten von 1999 bis heute. Das heißt, Gesamtperformance wäre schon auf 1.528% gestiegen. Durchschnittlich pro Jahr wären das aktuell 14,29% in etwa. Und der Drawdown ist auch hier wieder bedeutend niedrig geblieben. Mit 28,6% in etwa liegen wir deutlich über dem Spitzenwert von 55,2%. Ja, hier könnt ihr euch wie gesagt alles genau anschauen. Die jüngsten Transaktionen zurückgeführt bis zum Start des Depots, das heißt, ihr könnt euch hier wirklich alles ganz genau ansehen. Ranglisten, die sind natürlich auch wichtig, vor allem wenn es darum geht, neue potenzielle Kaufkandidaten ausfindig zu machen. Aktuelle Ranglisten findet ihr aber noch besser dann bei Aktienrankings. Hier gibt es dann Abweichungen, weil einfach hier die Berechnungen bei Aktienrankings immer sofort in Echtzeit durchgeführt werden. Hier kann es dann zu Verzögerungen kommen, weshalb das Bild hier nicht 1:1 ident ist. Ansonsten findet ihr auch hier absolut wichtige Kennzahlen, das heißt auch hier Marktkapitalisierung, Dividendenrendite, Volatilität etc. Alles das, was wir bei dieser Strategie benötigen. Ein bedeutender Mehrwert sind auch die Kommentierungen. Und zwar gibt es hier regelmäßig zu den Top-Kandidaten, vor allem wenn es irgendwelche neuen bedeutenden Nachrichten gibt, wie neue Produkte, Technologien, Analystenkommentare oder vor allem auch Quartalszahlen, dann werden hier diese Informationen in Form eines Artikels dargestellt. Ihr habt zu Beginn dann einleitend immer noch mal kurz erklärt, worum es hier geht und könnt euch dann die Informationen hier zum Beispiel zu Honeywell, dem Platz 7 in der aktuellen Rangliste, durchlesen. Erläutert werden für euch dann Wachstumstreiber, warum das ein stabiles Geschäftsmodell ist und warum dieser Titel auch langfristig sehr gut für das eigene Depot geeignet ist. Ansonsten, wenn ihr spannende Einzelwerte finden wollt und euch euer eigenes Depot zusammenbauen wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer auf Aktienrankings machen. Dazu gehen wir auf traderfox.com, lassen uns dann gleich wieder auf Aktienrankings verlinken, für das ihr ja das Morningstar Datenpaket braucht. Und auch dort gibt es jetzt wieder ein Template, gleich ganz oben in der Liste Conservative Trend Following. Auch hier nochmal die wichtigsten Daten übersichtlich erklärt. Aber das haben wir jetzt eigentlich gerade gemacht. Drum laden wir das Template und dann seht ihr schon, dass bei den Ranglistenfaktoren hier die adjustierte Dividendenrendite berücksichtigt wird. Also hier nicht nur die klassischen Gewinnausschüttungen in Form von Dividenden, sondern auch Kapitalerhöhungen und Aktienrückkäufe. Das heißt, hier haben wir ein sehr aussagekräftiges Bild. Gleichzeitig, wie gesagt, Volatilität auf Tages- und Wochenbasis. Bei den Scan-Kriterien geht es dann unter anderem auch um die Performance auf Jahresbasis. Wir haben hier schon das Aktienuniversum der 1000 volumenstärksten US-Aktien ausgewählt. Klicken wir einfach auf Scannen. Dann dauert es wie immer einen ganz kurzen Moment. Und dann haben wir von anfänglich 1000 Aktien noch 424 zur Verfügung. Auch hier bevorzuge ich eigentlich immer gern die Smart View 2. Ich sage euch auch gleich warum. Zum einen habt ihr hier gleich schön
das Diagramm mit den wichtigsten Wachstumskennzahlen, Umsatz, Gewinnentwicklung, Netto-Gewinnmarge, darunter dann natürlich das Chartbild, aber vor allem auch aufgelistet den Scoring-Wert zur Dividendenrendite, Volatilität und Performance, aber gleichzeitig auch dann nochmal, wie hoch fällt die tägliche Volatilität tatsächlich aus. Hier zum Beispiel bei Hannover Insurance Group sind es 1,05%, Performance auf Jahresbasis bei 20%, und das ergibt insgesamt dann hier links aufgelistet auch den besten Gesamtscore. Ansonsten, wir sehen es gleich wieder, Starbucks, die Kaffeehauskette, die wohl jeder weltweit kennt, weiterhin unter den Top-Titeln zu finden, aktuell immer noch auf Rang 2. Das heißt, wenn wir jetzt aktuell eine Umschichtung durchführen würden, dann würde auch dieser Titel im Depot bleiben. Ansonsten finden wir hier wirklich viele weitere spannende Kandidaten, die einfach langfristig steigen können, niedrige Ausfallquoten haben und vor allem auch, wie gesagt, sehr niedrige Drawdown-Raten. Hier könnt ihr euch dann, wie gesagt, die besten Kandidaten heraussuchen. Insgesamt bietet euch diese Strategie also eine sehr gute Variante für den langfristigen Vermögensaufbau und sorgt vor allem in unangenehmeren Börsenphasen für ruhige Nächte und einen gesunden Schlaf. Schaut euch diese Strategie einfach am besten mal an. Schreibt in die Kommentare, ob ihr vielleicht schon selbst danach investiert, ob ihr diese Strategie spannend findet. Bin gespannt, was ihr davon haltet, und wünsche euch ansonsten ganz viel Spaß auf der Suche nach den spannendsten Einzelwerten bzw. beim Nachbilden unseres bereits erfolgreichen Musterdepots.